Paula und Robin sind gerade hochkonzentriert. Sie schnitzen eine Pfeife und das ist gar nicht so einfach. Zunächst muss nämlich ordentlich geklopft werden. Klopfen müssen wir, damit der Bast sich vom Holz löst und dass die Hülle außen heil vom Zweig abgeht. Können hat Zauberspruch dazu. Pfeifler, Pfeifler, geh doch roh, sonst dreh ich dir die Gorgel um. Das Oberfränkische Bauernhofmuseum in Kleinlosnitz besteht aus zwei großen historischen Bauernhöfen. Eintauchen in die Zeit, in der Mensch und Vieh gemeinsam unter einem Dach gelebt haben, in der man sich aus dem eigenen Stall und dem eigenen Garten selbst versorgt hat. Eine Besichtigung der idyllischen Anlage lohnt sich ohnehin. Das Ferienprogramm bietet nun noch spezielle Aktionen. Bei uns gibt es im Ferienprogramm sehr viel mit Holz und mit Natur. Wenn man so ein altes Haus anschaut, da ist unwahrscheinlich viel aus Holz gebaut. Zum Beispiel schnitzen wir Pfeifen aus Eberesche oder wir schnitzen Rindensegelboote aus dicker Borke, aus Kiefernholz in der Regel. Ja, und dann gibt es im Haus aus Salenstein, in dem alten Blockhaus, da hat es nie einen Strom gegeben, also kein elektrisches Licht. Und da beleuchten wir zum Beispiel mit dem Kienspan. Aufgrund der Hygienevorlagen zum Schutz vor dem Coronavirus hat sich auch das Museumsteam in Kleinlosnitz eine tolle Alternative zum bisherigen Programm einfallen lassen. Denn die Nachfrage an heimischen Museumsangeboten ist aktuell besonders groß. Deshalb bin ich auch sehr froh, dass sich alle drei Museen daran beteiligt haben. Wir haben momentan einen sehr großen Zulauf in den Museen von der einheimischen Bevölkerung. Es gibt aber mittlerweile natürlich auch schon wieder Tagesgäste. Und ich denke, der ganze Radtourismus wird im August auch eine große Rolle spielen. Und vor allem setzen alle drei Museen auf das Familienerlebnis. Gerade in den Sommermonaten ist die Erkundung des Oberfränkischen Bauernhofmuseums schön. Der Dietelhof, ein strohgedeckter Vierseithof des späten 18. Jahrhunderts, stellt mit der originalen Einrichtung eines der wertvollsten ländlichen Baudokumente Oberfrankens dar. Ein tolles Erlebnis für Groß und Klein. Unsere Kinderaktionen laufen nach Anmeldung und wir legen Wert darauf, dass erwachsene Begleitpersonen dabei sind. Also keine bunt zusammengewürfelte Kindergruppe, sondern es ist eigentlich ein Familienprogramm. Großeltern oder die Eltern kommen mit ihren Kindern und mit den Freunden oder Geschwistern und dann lässt sich auch manches leichter vermitteln, weil man eben eine erwachsene Ansprechperson auch dabei hat. So, und nun wollen wir wissen, ob es Paula und Robin geschafft haben. Die Pfeife funktioniert in der Tat. Ein tolles Erlebnis für Paula und Robin.